Hallo Leute und willkommen zurück zu Final Fantasy 16. So, wir suchen hier im Bocklad seit letzter Folge den Händlerpass von Götz und müssen dazu ein paar Kinder befragen, die anscheinend diesen Pass gestohlen haben. Das beste Geschirr aus den und ja, das werden wir jetzt. Weiter. Einen haben wir schon befragt, der war nicht so nett. Hast du etwas Zeit? Was willst du? Ich will wissen, wer Kinder wie dich zum Taschendiebstahl anstiftet. Weiß nicht. Mich hat keiner gefragt. Was ist Taschendiebstahl? Kriegt man da Gil? Nein, man kriegt Schwierigkeiten. Wenn dich jemand fragt, sag einfach nein. Ich weiß ja nicht. So, noch irgendwo? Die Karawane hält neben dem Grenzposten. Entschuldige. Was willst du? Ich hab nichts für dich. Keine Angst, wir tun dir nicht weh. Wir haben nur eine Frage. Worüber denn? Wir haben gehört, dass ein paar böse Menschen Kinder wie dich dazu bringen, Reisende zu bestehlen. Wir müssen wissen, wer das macht, damit sie aufhören. Ich weiß nicht wirklich was darüber, aber mein Freund, Honza, der meinte, er hat Arbeit. Was Gefährliches. Klingt verdächtig. Wir müssen ihn selbst fragen. Wo könnte dein Freund denn sein? Er ist oft bei den Zelten vor dem Markt. Danke. Das hilft uns sehr. Ein Hinweis. Sonderpreise! Kommt! Schön, dass es Sonderpreise hat. Lass mich dein Zeug tragen, ich bin billig. Gepäckträger zu mieten. So, wo ist er denn zu finden? Sie meinte wohl das Flüchtlingslager. Hoffentlich finden wir ihn dort. Hier gibt's keine Kristalle. Wir müssen. Ah. Der dumme Riese hat überhaupt nichts mitgekriegt. Dem hätten wir sogar die Stiefel von den Füßen klauen können. Genau, aber wir hätten den Pass nicht abgeben sollen. Mit so einem kämen wir vielleicht auch endlich hier raus. Das könnt ihr vergessen. Die würden uns an den Eingeweiden aufhängen, wenn sie das rauskriegen. Würden sie das? Vielleicht kannst du sie uns mal vorstellen, diese reizenden Gesellen. Oh nein, jetzt sitzen wir richtig in der Patsche. Was sollen wir machen? Lasst ihr zwei euch doch fangen. Ich bin weg. Honza, wo willst du hin? Das ist also Honza. Jill, pass auf die beiden hier auf. Den hole ich mir. Mach das. Weit kann er nicht sein. Ich muss ihn finden, bevor er untertaucht. Papa! Ich bin hungrig. So, wo ist er denn? Hast du ihn gesehen? Kam hier ein Junge vorbei. Er hat meinem Freund etwas gestohlen. Eben ist einer hinten ins Chocobo-Gehege gerannt, aber... Danke. War das wirklich wahr? Ah, sieh an. Mist, gefangen. Keine Angst, Honza. Ich werde dir nichts tun. Beantworte mir nur ein paar Fragen. Na gut, muss ich ja wohl. Ich suche die Leute, die dich zum Stehlen anstiften. Wer sind sie? Sie nennen sich die Findlinge. Sie haben mir tüchtig Geld versprochen, wenn ich mitmache. Ich wollte nicht, aber ich muss auch essen. Das habe ich ziemlich selten, bevor die mich angeheuert haben. Und wenn nicht ich, hätte es eben ein anderer gemacht. Dafür gibt's immer irgendwen. Honza. Du hast ihn gefunden. Jill, wo sind die anderen? Eloise passt auf sie auf. Sie wollte, dass wir dich suchen. Du Dieb! Deinen Pass habe ich nicht mehr, also frag mich nicht. Ist bei den Findlingen. Und zurück kriege ich den auf keinen Fall.
Verraten würde ich sie eh nicht. Ohne ihre Gil wären wir schon längst verhungert. Feiglinge, ihr werdet keine Kinder mehr für eure Zwecke missbrauchen. Was? Wir sind... Verletz ihn nicht! Du verwechselst uns. Wir sind auf derselben Seite. Faule Ausreden! Das Siegel. Woher hast du es? Das ist doch Theo. Götz? Was treibst du bei diesen Leuten? Seid ihr diejenigen, die meine Schwester erwähnt hat? Deine Schwester? Eloise hat uns gar nicht gesagt, dass sie einen Bruder hat. Warum sollte sie? Ich bin nur der Mann fürs Grobe. Theodor, zu euren Diensten. Das eben tut mir leid. Theodor, was weißt du über diese Findlinge? Aasgeier, die in Boklad ihr Unwesen treiben. Sie plagen alle hier, berauben die Besserbetuchten und zwingen die Habenichtse der Bande beizutreten. Ich beobachte sie schon länger, weil ich den Flüchtenden hier neues Leid ersparen möchte. Aber anscheinend sind sie noch skrupelloser, als ich dachte. Honsa ist in Ordnung. Er hat nur getan, was er tun musste. Hätten er und seine Freunde nicht gestohlen, wären andere Kinder dazu gezwungen worden. Wahrscheinlich gewaltsam. Clive, oder? Meine Schwester wollte, dass du den Diebstählen ein Ende setzt? Dann verfolgen wir das gleiche Ziel. Ja gut. Aber warum auch fragen, wenn man erstmal zuhauen kann, ne? So, dann haben wir nun einen weiteren Verbündeten, und zwar ihren Bruder. Oh, mein Händlerpass! Ja, sind wir schon dabei. So. Wie geht's weiter? Wie schon. Wir spüren die Findlinge auf und erledigen sie. Ihr bekommt euren Händlerpass zurück und ich sorge für ein sicheres Bocklad. Alles klar. Alles klar. Honsa, wo ist das Lager? Keine Sorge, sie werden's nie erfahren. Weiß ich doch nicht. Die Pässe holen sie immer bei uns ab, direkt vor dem Tor. Einmal bin ich ihnen nach, aber dann haben sie mich gleich entdeckt. Ich dachte, das war's mit mir. Versuchen wir's trotzdem. Wo war das genau? Runter in Richtung Lednikluft. Dann auf zur Lednikluft. Die Lednikluft liegt südlich von Boklad. Ja, das wissen wir. So, auf zur Lednikluft. Von dort sind wir auch hergekommen. Hätte uns eigentlich aufhören müssen. So, sammeln wir noch ein paar glänzende Materialien ein. 12 Gül. Das ist dieser verdammte Drecksack, der uns hinterhergeschnüffelt hat! Hättest dich raushalten sollen! Ja, ihr euch auch. Ich bin sicher nicht die Anführer. Aber wir sind ihnen auf der Fährte. Das war wohl umwerfend für sie. So, 6 Wüstenrosen.
So, da vorne sind auch schon die nächsten. Nehmen wir auch mit. So, wohin jetzt? Dort oben sieht's doch ganz gut aus. Hat sich gelohnt heute, was? Ja, ein paar von den Neulingen sind wahre Naturtalente. Vor allem die Kinder. Dieser kleine Honsa hat flinke Finger. Eines Tages hacken sie die ab. Aber bis dahin bringt er uns fette Beute. Abschaum. Die Anführer der Findlinge nehme ich an. Sie verdienen keine Gnade, Clive. An Gnade dachte ich eher weniger. Bereit, wenn du es bist, Theodor. Aber immer doch. So, Hallöchen. Hey, das ist der Kerl aus Bocklad. Auf ihn! Bringt sie um! So, du wartest erstmal. Hier drüben! So, jetzt zu dir. Jetzt, Torgal! Fass! Angriff! So, verbrennen. So, die werden erledigt. Verbrechen lohnt sich also doch. Goldkettchen, Ringe, Gilbörsen. Ah, und Händlerpässe. Dutzende. Wurden die Namen geändert? Noch nicht. Ich kenne einige davon. Götzpass ist sicherlich auch mit dabei. Jetzt muss ich nur alles durchsehen und den rechtmäßigen Eigentümern zurückgeben. Wir sollten schnell zurück zu Eloise. Kommst du hier allein zurecht, Theodor? Na sicher. Ach und erwähnt ruhig, welche Rolle ich gespielt habe. Mit Vergnügen. Ja, du warst auch da. So, dann zurück nach Bocklas. So, alles erledigt. Ah, Clive. Wie läuft die Suche? Mein Bruder ist euch doch hoffentlich kein Klotz am Bein. Ganz im Gegenteil. Ei.
Also steckten die Findlinge hinter der ganzen Sache. Theo hat sie schon des Öfteren erwähnt. Und jetzt haben wir gleich drei Probleme auf einmal gelöst. Das Problem mit den Taschendieben, das mit ihren Auftraggebern und auch das mit den gestohlenen Pässen. Ich hoffe doch, eurer findet sich auch bei den Diebesgütern. Aber im Moment bleibt uns nur zu warten. Auf Theo. Ah, da ist er ja. Endlich zurück, geliebter Bruder. Auch schön, dich zu sehen, Eloise. Hier, Clive. Götz Pass. Sorg dafür, dass er in Zukunft besser aufpasst, ja? Mach ich. Danke. Ich habe unseren Jungs gesagt, sie sollen die Beute holen gehen. Kann ich beim Durchsehen auf deine Hilfe zählen? Natürlich. Ich schaffe etwas Platz im Lager. Ich nehme doch an, ihr zieht jetzt bald weiter. Aber hoffentlich nicht, bevor du dich uns richtig vorgestellt hast. Nicht wahr, Sid? Warum so überrascht? Wir sind auf derselben Seite. Ich verstehe nicht recht. Wie ihr ja nun selbst gesehen habt, helfen wir von der Roten Karawane den Menschen, wo immer wir nur können. Gegen eine kleine Gebühr transportieren wir jede Art Fracht. Egal ob Waren zum Markt oder Träger weg davon. Ich war der Erste, dem meine Schwester geholfen hat. Ohne sie wäre ich als Junge gebrandmarkt worden. Du bist ein Träger. Zufälligerweise versuchen wir gerade, uns zu vergrößern. Und wer wäre ein besserer Partner als der Experte auf dem Gebiet? Findest du nicht, Theo? Doch, doch. Anscheinend verfolgen wir auch in dieser Sache dasselbe Ziel. Also lass uns doch zusammenarbeiten. Wie wär's? Es wäre uns eine Freude. Ihr ehrt uns. Und ihr uns. Hier, Clive. Das ist für dich. Der rote Kompass. Was ist das? Al hat Freunde in hohen Kreisen, ich habe Kameraden in niederen. Das Siegel kennzeichnet dich als unser beider Freund. Ich werde es mit Stolz tragen. Gut, dann bleibt uns jetzt nur noch, euch eine gute Reise zu wünschen. Ihr solltet jetzt bei der Karawane mitreisen können. Aber falls es Probleme gibt, stellen wir euch gern eine unserer eigenen Kutschen zur Verfügung. Zum Freundschaftspreis natürlich. Für 9 Millionen? Wir fragen die Karawane. Wow, was ein Freundschaftspreis. So, den Händlerpass, den Hauch des Blitzes, Gewitter und einen Meteorstein. Also gut. Geben wir Götz den Pass. Und dann auf ins Dominium. Schnapp's dir. So, da auch eine Belohnung verdient. Dann, oh Gott. Hey, cool. Ich sehe hier drei neue Quests für uns. Ja, Götz muss wohl noch ein bisschen warten. Fangen wir mal hier oben an. Wenn die neue Jetzt muss ich nur noch dafür sorgen, dass... Sie werden es sicher gleich wissen wollen. Schlechte Kunde? Zur Abwechslung mal frohe. Es gibt etwas zu feiern. Nur ist die neue Bedienung noch nicht ganz eingelernt. Ich kann hier nicht weg, um die Leute zur Feier einzuladen. Was genau gibt es denn zu feiern, wenn ich fragen darf? Einen ganz besonderen Wein habe ich ergattert. Nichts Geringeres als einen 66er Gulton. Gultons Roter ist das einzig Gute, was das Kaiserreich je hervorgebracht hat. Für einen 66er würde so mancher sein Leben geben. So heißt es jedenfalls. Oh, dann kennst du den Jahrgang. Ich habe es mit einem Genießer zu tun, der mir vielleicht im Namen des guten Geschmacks unter die Arme greifen will. Wenn du die frohe Kunde an ein paar meiner Freunde weiterträgst, winkt auch eine kleine Entlohnung. Ja gut, warum nicht? Das sollte ich schaffen. Du sagst es ihnen also? Wunderbar. Ich danke dir. Du hast es nicht weit. Alle drei sollten gleich hier beim Markt sein.
Das wären Oldek, der Lieferant, Milan, der Metzger und Bożek, der das nördliche Tor bewacht. Drei der besten Burschen Boklats, wenn du mich fragst. Sag ihnen, sie sollen zur Taverne kommen, wenn sie Feierabend haben. Komm wieder, wenn du ihnen Bescheid gegeben hast, dann kriegst du deine Belohnung. Das dauert nicht lange. Gut, ja. Das machen wir dann auf dem Weg. Gut, einer liegt sogar direkt hier vorne. So, da bist du. Beeil dich! Ich muss schleunigst... Ich soll mit einem Lieferanten sprechen, einem gewissen Oldik. Das bist nicht zufällig du? Ein und derselbe. Willst du was liefern? Der Wirt schickt mich. Ich soll ausrichten, dass es bei ihm zum Feierabend einen guten Schluck 66er Goldton gibt. Ein 66er? Ich werd nicht mehr. Wenn er ihn gerade erst bekommen hat, muss er in den Kisten gewesen sein, die ich ihm aus San Breck gebracht habe. Vom Kaiserreich nach Boklat? Du hast wohl ordentlich Mut. Die Route ist selbst in guten Zeiten gefährlich. Das ist das Los der Lieferanten. Diese Beine haben mich und meine Fracht schon über ganz Stürm getragen. Den einen Tag geht's nach Oriflam, den anderen nach Kanwa. Je weiter die Strecke, die man bereit ist, zurückzulegen, desto mehr wird gezahlt. Deswegen sind die Aufträge für die längeren Routen immer heiß begehrt. Ich würde sagen, für heute habe ich genug geschuftet, um einen guten Tropfen verdient zu haben. Danke fürs Bescheidgeben. Gut, ja. Dann weiß der schon mal Bescheid. Dann gucken wir jetzt noch zu den anderen und... Ach ja, stimmt. Mit denen kann man noch quatschen. Hätte ich fast vergessen. Kann ich dir mit etwas helfen? Was hast du denn zu erzählen? Über dich zum Beispiel. Die rote Karawane lebt von ihrem guten Ruf. Ich bin stolz, mich die Besitzerin nennen zu dürfen. Wir sind alle die beste Anlaufstelle für Transporte jeder Art in Boklat bekannt. Sicher sind wir nicht die günstigsten, aber unsere Kunden schätzen uns aus zwei Gründen. Wir sind verlässlich und wir stellen keine Fragen. Unsere Wagen stehen jederzeit für Lieferungen bereit, die eine gewisse Diskretion erfordern. Ob es sich dabei um Ware oder Passagiere handelt, spielt für uns keine Rolle. Dieses Geschäft ist nicht ganz ungefährlich. Doch das Risiko nehmen wir gerne in Kauf. Je mehr Umsatz wir machen, desto mehr Träger können wir retten. Wenn wir keine Verbündeten wären, dann würden wir vielleicht sogar den berüchtigten geächteten Cid Konkurrenz machen. So, dann erzähl mal was über den Markt. Boklat ist die letzte dalmekische Ortschaft vor der Grenze. Da machen viele Händler auf dem Weg ins Kristalldominium hier Halt, um noch ein paar Einkäufe zu erledigen. Die Verkäufer auf dem Markt beladen die Wagen der Reisenden natürlich nur zu gern mit haufenweise lokaler Spezialitäten und erleichtern sie dabei unmöglich viel Geld. Und wenn ein Kunde keinen eigenen Wagen hat, dann kommen wir ins Spiel, um die Waren für ihn zu transportieren. Wobei sich die Zeiten geändert haben. Die meisten Menschen auf der Durchreise erhoffen sich mittlerweile im Dominium eher eine sichere Zuflucht als profitable Geschäfte. Wer könnte es ihnen verübeln? Manche Dinge sind wichtiger als Geld. So, und über die Kinder? Machst du dir Sorgen um Honza und die anderen? Das brauchst du nicht. Bei uns sind sie gut aufgehoben. Aber es werden sicher noch mehr Kinder ohne Familie hier auftauchen, die keinen anderen Ausweg sehen, als sich mit Diebstählen durchzuschlagen. Erst recht, wenn solche widerlichen Banden wie die Findlinge ihre Lage ausnutzen und sie einschüchtern. Es liegt an uns, dafür zu sorgen, dass so etwas nicht mehr passiert. Pass auf dich auf, Cid. Gut, und dann Theodor. Kann ich was für dich tun? Erzähl mal was über dich. Wenn meine Schwester das freundliche Gesicht der roten Karawane ist, dann bin ich die furchterregende Fratze. Zumindest, wenn es sein muss. Sie zieht die Kunden an Land und ich sorge dafür, dass niemand sich traut, ihnen etwas anzutun. Das ist mir ganz recht so. Eines hat sich seit unserer Kindheit nämlich nicht geändert. Eloise hat ein Händchen fürs Geschäft und ich habe zwei starke Fäuste. Und bei den ganzen Banditen und Bestien, die sich hier in der Gegend rumtreiben, werden diese Fäuste ständig gebraucht. Immerhin hält mich das auf Trab. Ich darf nicht nachlassen, schließlich steht der gute Ruf der roten Karawane auf dem Spiel. Gut, dann erzähl was über den Grenzposten. In letzter Zeit sind die Hälfte der Wagen, die durch Boklat kommen, voll mit Menschen, die ins Dominion flüchten. Und die Hälfte von denen wiederum kommen nicht weiter als zu den verschlossenen Toren. Dort vermischen sich ihre verzweifelten Schreie dann mit denen der anderen Menschen, die schon dort sind. Sie alle hofften, dass man ihnen in Tichasia neue Kristalle gibt. Ohne Magie fühlen sie sich hilflos und dem Schicksal ausgeliefert. Diese Narren.
Wenn sie wüssten, wie es ist, als Träger in dieser Welt geboren zu werden und die Bürde der Magie tragen zu müssen. Ja, das wissen sie nicht. So, und dann über die Findlinge. Feige Kriminelle. Die verzweifelte Menschen dazu gezwungen haben, für sie die Drecksarbeit zu machen. Erwischt wurden immer nur die armen Schlucker, die sie benutzt haben. Kein Wunder, dass ich ihnen so lange nicht auf die Schliche gekommen bin. Ohne Chill und dich hätte ich sie vielleicht heute nicht gefunden, geschweige denn zur Strecke gebracht. Ich bin euch was schuldig. Ich würde euch ja was von der Beute der Mistkerle abgeben, aber ich will versuchen, das Diebesgut den Bestohlenen zurückzugeben. Also, bis dann. Ja, das sind zwei gute Verbündete. So, dort vorne müssen wir mit quatschen und hier... Lass mich dein Zeug tragen, ich bin billig. Verzeihung, habt ihr möglicherweise Erfahrungen im Kämpfen? Ja. Ein vielbenutztes Schwert, ein gestählter Körper. Ich erwäge Begleitung anzuheuern und ihr scheint mir die Ausgabe wert zu sein. Stehen die Dienste eurer starken Arme unter Umständen zur Verfügung? Wobei wären sie denn behilflich? Nun, ich bin geradezu besessen von semekischer Geschichte und wünsche, die Ruinen in der Nähe zu erkunden. Und für den Fall, dass ich Wegelagerern oder den hier beheimateten Bestien begegnen sollte, benötige ich einen gestandenen Begleiter. Falls ihr akzeptiert, erhaltet ihr nicht nur einen Lohn materieller Natur, sondern profitiert auch von dem wahren Schatz, der dort wartet, der reichen, wechselvollen Geschichte von Semekis. Und? Hattet ihr je ein grandioseres Angebot? Ja, schon. Aber wir nehmen es trotzdem an. Ich bin dabei. Fantastisch! Dann kommt, wir brechen auf. Und wohin gehen wir? Wir folgen dem alten Semekis-Pfad und dann weiter ins Abenteuer. Habt Eil! So vieles will entdeckt werden! Warte! Viel Glück mit den Wegelagerern. Einfach weggelaufen. Sehr gute Idee. Ich sorge wohl besser dafür, dass ihm nichts passiert. Ja, das tun wir wohl. Und was gibt's bei dir? Wie ich sehe, scheinst du Eloise behilflich gewesen zu sein. Wärst du so gut, mir dieselbe Güte zu erweisen? Vielleicht. Was soll ich tun? Jemanden finden. Weißt du, ich habe Probleme mit Dieben. Und trotz aller Bemühungen kann ich sie nicht davon abhalten, sich einfach an meinen Lieferungen zu bedienen. Vor ein paar Tagen habe ich mich bei einem Freund darüber beklagt. Er hat mir angeboten, die Schuldigen zu finden. Josef ist zwar ein Söldner und ein guter noch dazu, aber er ist schon seit Tagen weg. Und ich befürchte das Schlimmste. Gut, wir suchen ihn. Wohin könnte ihn seine Suche geführt haben? Auf die Semekis-Straße vielleicht? Er meinte, dass sie wohl kaum länger hier in Boklad bleiben würden als nötig. Josef hatte es schwer im Leben. Seine Mühen haben den Armen schon früh ergrauen lassen. Ich bete nur, dass er nicht wegen etwas Getreide getötet wurde. Ich glaube nicht, dass es viele grauhaarige Söldner gibt. Hoffentlich hat ihn jemand gesehen. Gut. Ja, dann gehen wir mal in diese Richtung. Das war's dann. Hier gibt's keine Kristalle. So, hallo. Was willst du? Ich hab keine Gill. Ich hab nur eine Frage. Ist ein Söldner hier vorbeigekommen? Er hat graue Haare. Jetzt, wo du's sagst. Vor einer Weile habe ich da draußen einen jungen Mann mit einer silbrigen Mähne herumschleichen sehen. In welche Richtung ist er gegangen? Woher soll ich das wissen? Ich denke, er ist der Straße gefolgt. Warum tust du nicht dasselbe und lässt mich in Ruhe? Oh mein Gott. Das war nur eine Frage. Na gut, dann würde ich mal sagen, bevor es da weitergeht. Zack. Speichern wir das Ganze. Und in der nächsten Folge gucken wir dann,
ja, wie es da vorne so aussieht. Dann bedanke ich mich mal wieder fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Ciao, Leute. Komm zu mir, Ifrit!